Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 30. August 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 449 und heute kommt sie circa 5 Minuten zu spät, denn es ist 10 vor 4 und ich muss ja noch die Aufnahme nachher kurz bearbeiten und euch raushauen. Aber ja, ich habe die Themen mit dabei und das sind AirPlay 2, MTGox, Mt. Gox besser gesagt, Skagen Faster 2, Acer Produktlinie und Wear OS. Beginnen wir mit AirPlay 2. Apple hat vor nicht allzu langer Zeit seine ganzen Netzwerkprodukte für tot erklärt, respektive mitgeteilt, dass sie da keine Updates mehr liefern in Form von neuer Hardware und alles drum und dran, dass man sich aus dem Bereich zurückziehen möchte aktuell. Und das war schon ein herber Rückschlag, denn die AirPort und AirPort Express Produkte, die waren sehr beliebt bei den Nutzern, die es gerne und viel eingesetzt haben. Und ja, war schon sehr enttäuschend. Doch jetzt kommt plötzlich aus dem quasi Nichts heraus ein Firmware-Update, die all die Leute, die eben so einen AirPort Express der neueren Generation, das ist dasjenige, was ausschaut wie ein Apple TV, einfach in weiß, sicherlich freuen wird, denn die bekommt jetzt die Nachrüstung für AirPlay 2. Eigentlich ein sehr toller Move, vor allem wenn man bedenkt, dass andere Firmen ihre Geräte nicht auf AirPlay 2 aufschrauben können oder hochschrauben können und dass Apple mit quasi einer wirklich ja doch jetzt schon ein paar in die Jahre gekommenen Hardware machen kann. Tolles Feature, wie ich finde. Und ja, wer so ein Gerät besitzt, updaten und Freude haben. Mt. Gox, das ist da, wo man ein paar Bitcoins verloren hat vor einigen Jahren. Und da gab es ja Fristen, wo man das Ganze anmelden konnte, um Anspruch erheben auf seine Bitcoins, die dann wieder aufgetaucht sind. Jetzt sind anscheinend wieder ein paar tausend Bitcoins aufgetaucht. Wenn ihr dazu gehört, Sam Steiner auf Twitter war anscheinend einer von denen, der hat seine Bitcoins jetzt anmelden können und es soll auch geklappt haben. Schön, dass die wieder zurückgekommen sind. Skagen ist eine Uhrengruppe aus eine Uhrenfirma aus Dänemark, die der Fossil-Gruppe untersteht oder dazugehört. Und die haben ja schon in den letzten Jahren immer wieder mal was mit Wearables und so weiter gemacht. Auf dem Pogipsi.ch-Blog haben wir auch ein Review zu der einen dieser Modelle. Und die haben jetzt im Rahmen der IFA neue Wear OS Uhren vorgestellt, also nicht Hybrid Smartwatches, wie es am Anfang waren, sondern jetzt richtige Smartwatches. Ein schickes Design, wie ich finde, muss man sich mal anschauen. Link ist natürlich bei uns auf daily.geektalk in den Shownotes mit drin. Ab 299 respektive 329 Euro seid ihr dabei. GPS-Integration ist neu mit drin und auch sonst ein paar Features, wie zum Beispiel die Möglichkeit vom kontaktlosen Bezahlen, was wir hier aktuell in Berlin gestern, der Achim und ich, zum ersten Mal oder am ersten Tag hundertprozentig durchführen konnten, was mich überrascht hat und natürlich gefreut hat. Gehen wir weiter mit der IFA, denn auch da wurden neue Produkte präsentiert. Gestern war ja die Präsentation von Acer und die haben neben einem Gaming-Stuhl, so drei Monitore und bequemer Sitz und Spielen und so weiter, auch diverse andere Produkte vorgestellt. Und 15 Zoll, das leichteste 15 Zoll Laptop, das dünnste Ultrabook oder wieder das dünnste Ultrabook, das hatten sie ja schon zweimal. Eines davon habe ich ja im Besitz und auch schon fleißig im Blog gereviewt. Ein cooles Teil. Und auch sonst im Bereich Chromebooks haben sie Neuigkeiten etc. Da werden der Achim und ich heute auf dem Stand zu Besuch sein und uns die Produkte mal ein bisschen zeigen lassen. Da gibt's sicherlich dann auch per Video und so weiter noch ein paar neue Geschichten. Google hat's endlich angekündigt, eine neue Version, in Anführungsschlusszeichen, von Wear OS, was vor allem neben der Optik auch die Bedienung anbelangt. Google hat gemerkt, dass die Bedienung nicht wirklich intuitiv und einfach ist. Das ist leider so. Und ja, jetzt gibt's vier neue Swipe-Funktionen, wie ihr zu Benachrichtigungen, zu Shortcuts-Einstellungen, zum Google-Assistent und zu Google Fit kommt.
Ganz einfach und schnell soll das Ganze funktionieren. Was beim neuen Wear OS vor allem auch ist, ist, dass die Integration vom Google Assistant noch deutlich verstärkt und intensiviert wurde. Wir dürfen gespannt sein, zum einen, welche Uhren das Update bekommen und ja, wann es dann schlussendlich auch soweit ist. Das waren die Themen, die ich heute für euch habe zusammenbringen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder zuhört. Vielleicht dann, wie schon gestern angekündigt, mit dem Achim zusammen oder auch wieder mit mir allein. Das werden wir dann spontan vor Ort entscheiden. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.